ungefähr. So, liebe Zuschauer. Danke. Liebe Zuschauer, bringt jetzt Ihre Kinder ins Bett, denn bei uns wird es dirty. Der Wahlkampf in den USA, ein Tiefpunkt jagt den nächsten. Jetzt diese Woche melden sich sogar Frauen zu Wort, die von Donald Trump belästigt wurden. Ein mutmaßliches Opfer sagt, und ich zitiere, seine Hände waren überall, er war wie ein Oktopus. Was? Wunderbare Metapher ist, finde ich. So, jetzt haben die Amerikaner also auch endlich ihre Sexismusdebatte. Und ich glaube, die letzten Wochen bis zur Wahl, die werden noch richtig lustig. Und beim letzten TV-Duell, hat Trump wirklich einen der witzigsten Sätze rausgehauen, die ich seit langem gehört habe. Niemand hat mehr Achtung vor der Frau, vor Frauen als ich. Ganz ehrlich, ganz offen. Ich habe enorme Achtung vor Frauen. Und sie ja auch vor mir. Der Typ hat so drauf, wirklich. Jetzt ist er sogar den Republikanern peinlich. Das muss er erst mal schaffen. Ist aber sehr interessant, wo bei den Republikanern so die Schmerzgrenze liegt. Ne? 20 Jahre keine Steuern zahlen, kein Problem, Behinderte verhöhnen, warum nicht? Ne? Aber das hier, dieser 11 Jahre alte Mitschnitt, der war einer zu viel. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. Ja, am besten ist ein grenzdebiler Kumpel, der die ganze Zeit so doof lacht. Überraschenderweise ein Verwandter von George W. Bush. Ne? Wobei, eins müssen wir Trump natürlich lassen, bei aller Kritik. Er hat sich... Was ist denn los? Gehen Sie mal kalt duschen, das ist ja Wahnsinn. Ne? Er hat sich jetzt für seine Vagina-Monologe, also nicht wirklich entschuldigt, ich meine, wir reden von Donald Trump, aber er sagt, das war, und ich zitiere, Locker-Room-Talk. Ne? Also, was Männer halt reden in der Umkleide. Okay, das erklärt natürlich im Nachhinein auch diese merkwürdige Szene aus dem Sommermärchenfilm von 2006. Jetzt hört mal zu, ihr Schrumpfpimmel. Da draußen noch eine Million Bitches, die alle nur darauf warten, sich von euch befummeln zu lassen. Selbst von dir, du Sackpfeifer. Und warum? Weil du ein Star bist. Und weil du reich bist. Und weil deine gottverdammte Visage im Kicker ist. So sieht's aus. Und deine, und deine, und deine. Die betteln förmlich drum. Du kannst aussehen wie ein Sack Sülze, wie eine Schippewürmer. Hier der Olli. Der hat's richtig gemacht. Der hat seine Dackelflöte in alles gehalten, was nicht bei drauf auf der Disco-Kugel war. Und das mit der Fresse. Bravo. Nur weil er ein Star ist. Ein Star ist er. Und jetzt geht raus und knallt sie weg. Hallo Olli. Wir sehen uns nächsten Mittwoch bei der Champions League. Fuck. So, am Beispiel Donald Trump erkennt man jetzt natürlich auch, dass die USA einfach keine Kulturnation sind. Ne? Entschuldigung, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich sag mal, so ein notgeiler Clown an der Spitze eines Landes, das wäre ja bei uns in Europa völlig undenkbar. Erst heute Morgen war ich hinter meiner Sekretärin her. Aber Präsident, sagte sie, wir haben es doch erst vor einer Stunde getan. Wie gesagt, undenkbar. Tja, Republikaner, das habt ihr jetzt davon. Ihr habt euch den doch ausgesucht, den Fummelkönig mit dem ungesunden Karottenteer, oder? Ja, ja, den werdet ihr jetzt nicht mehr los. Oder gäbe es da eventuell doch noch Möglichkeiten? Ich frage mal meinen ZDF-Kollegen Dr. Honigtau-Bunsenbrenner. Im Todesfall von Donald Trump, da könnte man dann einen neuen nehmen oder wenn er schwer krank würde oder wenn er eben nicht im Vollbegriff seiner geistigen Kräfte wäre. Ja, dann nehmen wir doch das Letzte. Ne? Wobei, noch ist das Rennen ja nicht gelaufen. Hillary hat ihre E-Mail-Affäre an der Backe, hält da auch viel zurück. Ihre Wall-Street-Nähe ist ein Problem. Und was viele gar nicht wissen, dass Trump all die Jahre keine Steuern gezahlt hat, das ist auch ihre Schuld. Sie beklagt sich, dass Donald Trump die Steuergesetze ausgenutzt hat. Warum hast du sie nicht geändert, als du Senatorin warst? Der Grund war, alle deine Freunde nutzen diese Gesetze auch aus. So wie ich? Ja, ich mach das. Ja, wegen dir zahlen Asoziale wie ich keine Steuern. Schäm dich, Hillary. Ne? Ist was dran. Ne? Übrigens hat die ganze Sexismus-Affäre Trump bei seinen Hardcore-Fans, wie es aussieht, gar nicht geschadet. Unter anderem wohl, weil er verspricht, als Präsident keine Muslime mehr ins Land zu lassen. Deswegen lieben die ihn einfach weiter. Und sie hassen Angela Merkel. You know, Merkel, she's Angela Merkel ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang im Amt. Ja, ich denke, sie wird alle zerstören.
Sie kümmert sich nur um sich selbst. Sag du's. Sie wird unsere Welt zerstören. Und die ist die Klassenbeste in der Donald Trump Gesamtschule, meine Damen und Herren. Sie wird unsere Welt zerstören. Womit denn? Mit der Bundeswehr? Naja, wird noch richtig spannend. Der dauerwütende Trump jedenfalls, der nur noch wütende Donald Trump, kennt in der Endphase dieses schmutzigen Wahlkampfs gar keine Tabus mehr. Deswegen greift er jetzt, das ist Ihnen aufgefallen, bei jeder Gelegenheit Bill Clinton an. Also Hillarys Ehemann. Stellen Sie sich das mal im deutschen Wahlkampf vor, wenn die SPD plötzlich solche Spots macht. Lassen Sie uns über Joachim Sauer reden. Angela Merkels unscheinbaren, sogenannten Ehemann. Der Typ beherrscht nicht mal die einfachsten japanischen Volkstänze. Er ist viel kleiner als Michelle Obama. Und die ist eine Frau. Sein Beruf? Quantenchemiker. Mit anderen Worten, er kocht wahrscheinlich Crystal Meth. Außerdem sieht er aus wie ein Moshishi. Wollen Sie so jemanden wirklich wieder als First Lady? SPD wählen. Joachim Sauer verhindern. Ja. Ja. Klingt bescheuert, wäre aber wahrscheinlich Gabriels letzte Chance. Und obwohl die US-Wahl ja erst am 8. November stattfindet, ist unser Heute-Show-Wahlstudio längst bemannt bzw. befraut, und zwar mit Monika Gruber. Trump vs. Clinton. Der Grubbel-Oper gegen die Wolfsburg-Achse. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Unser Thema heute Abend, unattraktive ältere Promis, die glauben, Erfolg und Medienpräsenz machen sexy. Aber genug von Oliver Welke. Lassen Sie uns über Donald Trump reden. Gute Idee. Immer wenn du denkst, tiefer kann das Niveau nicht mehr sinken, kommt der Donald, dieser menschgewordene Grabbeltisch, und haut den Nächsten raus, wie im Tierreich. Nichts mehr Argumente, nur noch Kindchenschema und Drohgebärden. Hier. Wenn das Weibchen redet, schleicht sich der ältere Pavian von hinten an, macht ein doofes Gesicht. Man möchte Hillary direkt zurufen, Vorsicht, hinter dir ein sprechendes Toupet. Das ist wie in einem Horrorfilm, diese Szenen verfolgen einen ja regelrecht. Ich krieg Gänsehaut, ich habe schon Angst, Trump. Wenn ich zu Hause vor dem Spiegel dreimal Trump. Hintereinander Trump sage, dann... Trump. Alles nicht wahr sein. Zur Erinnerung, Nixon hat mal eine Wahl vergeigt, weil er im TV-Duell auf der Oberlippe so ein bisschen geschwitzt hat. Bei Trump bist du doch schon froh, wenn er die Hose nicht auszieht und dir seine Junior-Tüte präsentiert. Ach komm, wirklich. Ja. Er ist dann auch unfair unter Druck gesetzt worden von ihr mit regelrechten Argumenten und so einem Scheiß. Ich kann mich da gar nicht mehr drüber aufregen, ehrlich, der nimmt doch eh keiner mehr ernst, oder? Nur Doofe wählen Trump. Ja, Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben, Oliver. Hier, aktuelle Umfrage, nicht von uns bearbeitet. Wenn nur Frauen wählen dürfen, dann wäre das hier das Ergebnis. Blau heißt, Clinton gewinnt den Bundesstaat, rot ist Trump. So, und wenn nur Männer wählen würden, ein glasklarer Triumph für Trump. Das ist peinlich, oder? Ja. Offensichtlich tötet die Luft, die ihr immer in euren käsigen Umkleidekabinen einatmet, doch Gehirnzellen. Das finde ich jetzt aber doch sehr verkürzt, Monika. Ja. Oliver, aber so sieht's doch aus. Bei euch Männern gibt's die tiefsitzende Sehnsucht, einen absoluten Vollproleten ganz nach oben zu bringen. Einen, der sagt, was er denkt, auch wenn er gar nichts denkt. Ja. Einen, der sich auch mal in der Öffentlichkeit am Sack kratzt und jede Frau über 16 Schlampe nennt. Kurz gesagt, einen von euch. Ach. Bitte, das stimmt doch gar nicht. Ja, und wie das stimmt. Ihr sagt euch, ja gut, er hat keine Ahnung von irgendwas. Er hat den Wortschatz eines Wellensittichs. Selbst das überfahrene Eichhörnchen auf seinem Schädel hat mehr Ahnung von Politik als er. Und gegen ihn war einer Brüder, der Frauenbeauftragter der FDP. Aber er ist wenigstens keine fast... Aber jetzt kommt es, wenigstens keine 70-jährige Emanzenoma, die sich einbildet, sie könnte Chef von irgendwas sein, obwohl sie am Ende nur eine verdammte Frau mit einem überdurchschnittlichen IQ ist. Was soll denn das jetzt? Genau. Ja, aber genau das meine ich. Naja,
Genau das meine ich. Hier entsteht ein bleibender Schaden für unsere Debattenkultur. Das ist die wichtigste Nation der freien Welt und es geht überhaupt nicht mehr um Inhalte, sondern um Macht. Leck mich doch am Arsch! Monika Gruber, die alte Schlampe! Die liebe Kollegin meine ich natürlich. Die Sprache von Trump färbt schon auf mich ab. So, Freunde, Angela Merkel war diese Woche mal auf Staatsbesuch in Afrika. Ist ein Begriff, oder? Ja, ist dieser Kontinent da unten, wo man sich als Europäer früher einfach nehmen konnte, was man so gefunden hat. Ne? Kaffee, Kakao, Gold, Menschen, keine Ahnung. Das wurde dann irgendwann verboten, glaube ich. Man weiß halt so verdammt wenig über dieses Afrika. Außer unser Entwicklungshilfeminister natürlich. Man muss sehen, Sudan grenzt an Ägypten, Ägypten, Italien und dann sind sie in Deutschland. Ja. Ja. Richtig, die berühmte Landbrücke Ägypten, Italien, natürlich. Und dann kommt hinter Italien auch schon Deutschland. Warte mal, da ist noch was dazwischen. Komm, das nehmen wir einfach raus. Ja? So. Ich habe Österreich nie gemocht. So, aber zurück zu Afrika, Freunde. Da haben wir im Moment das Problem, wissen Sie sicher, dass immer mehr Afrikaner zu uns nach Europa kommen. Das ist blöd. Also fährt die Merkel mal ein paar Tage da runter und sagt den Afrikanern sinngemäß, guck mal, bei euch ist doch auch schön. War jedenfalls eine tolle Reise mit vielen feierlichen Momenten, wie hier in Niger zum Beispiel. Ja, komm, bitte. Ja. Wie gut sind Sie denn, wenn Sie die Hymne vom Niger spielen? Meine zwei Noten haben sogar gestimmt. Ne? So, und von Niger ging es dann weiter nach Äthiopien, wo allein in den letzten Monaten 500 Menschen bei Unruhen ums Leben gekommen sind. Da herrscht Ausnahmezustand. Oppositionelle wehren sich, weil das Regime ihr Land an Konzerne verpachtet, unter anderem an holländische Blumenzüchter. Oder wollen Sie etwa auf all die Rosen im Winter verzichten? Ich nicht. Und hey, dafür haben die Äthiopier der Merkel zur Begrüßung ja so eine Art Trimm-dich-Fahrt aufgebaut. Und da musste sie dann wirklich stundenlang im Kreis laufen. Ja. Hat sie aber super gemacht, keinmal übergetreten. Ja. Ja. Wir haben das jetzt sehr gekürzt. Ne? Ging noch 20 Minuten so weiter. So, in Äthiopien sieht man jedenfalls sehr schön, wie wir Europäer uns mit Hilfe von enteigneten Bauern und holländischen Schnittblumen genau die Wirtschaftsflüchtlinge selber erschaffen, die dann später bei uns an der Tür klingeln. Vorschlag, bevor wir Afrika helfen, könnten wir mal anfangen, Afrika weniger zu schaden. Zum Beispiel durch erzwungene Freihandelsabkommen, die gerade verhandelt werden. Alle Zölle sollen weg, dann können wir Europäer den Kontinent endlich fluten. Zum Beispiel mit subventionierten Hühnerärschen. Würden wir unsere Industrien so subventionieren, wie es die Europäer tun, wären sie die Ersten, die sich darüber beschwerten. Für Subventionen haben wir Afrikaner kein Geld, sollen aber den Europäern Zollbefreiung zugestehen. Ja, so hatten wir uns das vorgestellt. Und, wo ist jetzt das Problem? Ich meine, überleg mal, europäische Tomaten werden billig nach Afrika verkauft, ruinieren da die lokalen Bauern, die schlagen sich nach Europa durch und arbeiten dann für einen Hungerlohn in Italien als, wer weiß es, richtig Tomatenpflücker. The Circle of Life, Hakuna Matata, meine Damen und Herren. Ne? Die geplanten Freihandelsabkommen mit Afrika sind jedenfalls ein prima Beispiel. Unsere sogenannte Hilfe hat neuerdings was reichlich Eigennütziges. Tatsächlich wurde auch schon die passende Organisation dazu gegründet. Christian Ehring ist der Schirmherr, hallo. Christian, ist diese neue Afrika-Politik nicht ein bisschen egoistisch? Bisschen ist gut. Das ist ja gerade der Witz. Jahrelang haben wir dem Afrikaner geholfen, jetzt kann er endlich mal was zurückgeben. Sich nützlich machen. Das ist der Grundgedanke unserer neuen Hilfsorganisation. Wir nennen uns Ärsche ohne Grenzen. Schon mal sehr catchy, der Name, oder? Absolut. Was wären so die Ziele von euch Ärsche? Wir Ärsche sagen, traut dem Afrikaner doch mal was zu.
Klar werden die nie eine funktionierende Industrie auf die Kette kriegen. Schon allein, weil wir ihnen ja alle Rohstoffe wegnehmen. Aber deswegen können sie ja trotzdem mal was aufbauen. Zum Beispiel Zäune für Flüchtlinge. Ah, alle Afrikaner sollen jetzt für Europa Flüchtlinge festhalten. Nein, nein, nicht alle. Da brauchst du schon Leute mit einem gewissen Talent für Unterdrückung. Ich sag mal, du musst mindestens mal ein Schnupperpraktikum als Diktator gemacht haben. Hier, die EU verhandelt doch zum Beispiel gerade mit dem Präsidenten des Sudan. Guter Mann. Präsident Omar al-Bashir wird per Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, der klingt ja fast schon überqualifiziert, ne? Und solche Ärsche-Deals machen wir übrigens auch mit anderen Diktaturen. Äthiopien, Ägypten. Ja, ich verstehe schon. Menschenrechte. Ne? Es geht wieder um Menschenrechte. Menschenrechte sind eine wichtige Sache, wenn man wie Sie im Gutmenschen-Gummibärenland wohnt. In der Prinzessin-Lilifee-Straße Nummer 12. Im wirklichen Leben haben wir zum Glück eine Kanzlerin, die Afrikas eigentliches Problem erkannt hat. Nicht Armut, Internet. Dass junge Afrikaner, wenn sie ein Smartphone in die Hand bekommen, nicht als erstes sagen, ich muss dahin, wo ich eine bessere Welt sehe, sondern in einem Land leben, bei dem es zumindest schrittweise bergauf geht. Scheiß Smartphones. Da sehen die, wie schön es bei uns in Europa ist. Und exakt da setzen wir von Ärsche ohne Grenzen an und sagen, schaltet Afrika endlich das Internet ab. Die kriegen nur noch Videotext. Reicht doch. Oder, andere Idee, wir schenken jedem Afrikaner ein Samsung Galaxy Note 7. Damit klar. Kann für das Internet. Ne? Du kommst damit ins Internet, aber eben nur genau einmal. Weiß ich, also der ganze Ansatz von Ärsche ohne Grenzen kommt mir irgendwie arschig vor. Ja, selbstverständlich. Deswegen bieten wir auch als einzige Organisation ehrliche Dritte-Welt-Patenschaften an. Hier, für nur 3 Euro im Monat bleibt Mbele zu Hause in Afrika und geht auch nicht ins Internet. Außerdem kriegt er eine sogenannte Stayback-Karte. Da sammelt er Punkte für jeden Kilometer, den er sich von Deutschland entfernt. Klingt furchtbar. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank. Christian Ehring von Ärsche ohne Grenzen. So. Und jetzt, Freunde, zur Auflockerung mal ein kleines Rätsel. Was hat einen Daumen und verbreitet weltweit Hass? Richtig, Facebook. Das soziale Netzwerk, das einfach jedem eine Heimat bietet, auch rechten Hetzern und Holocaustleugnern. Vor genau einem Jahr wollte unser fescher Justizminister Heiko Maas das Problem Hetze bei Facebook angehen. Aber so richtig. Deshalb hat er eine Taskforce gegründet, die sich seitdem, also in den letzten 12 Monaten, ganze 4-mal getroffen hat, mit dem Ergebnis, nee, mit keinem Ergebnis. Ja. Selbst wenn man Morddrohungen meldet, antwortet Facebook regelmäßig, dieser Post verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Aber der mit dem Tod Bedrohte kann sich ja trotzdem wehren, indem er zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas Freches zurückpostet. Deshalb finde ich ein Instrument wie die sogenannte Counter-Speech sehr sinnvoll. Dort hat jeder die Möglichkeit, dort wo diskriminiert wird, dort wo gehatet wird, dem zu widersprechen, um den Hatern zu zeigen, wir haten euch, ihr Hater! Ne? Cooler Vorschlag vom Groovy Justice Minister, finde ich. Ne? Vor allem, weil er dann nichts machen muss. Klar, er könnte natürlich auch endlich mal ein Gesetz ins Kabinett bringen, das Facebook auch als ausländischen Konzern verpflichtet, bei klaren Straftaten die Identität der Nutzer zu nennen. Ne? Aber komm, Counterspeech ist auch toll. Bei Facebook gibt es weiter ohne Ende Hetze, immer mehr. Es gibt ganz offene Nazi-Propaganda. Aber was es nicht gibt, und das wird auch kritisiert, ist der Dislike, der gefällt mir nicht, Button. Denn Mark Zuckerberg möchte nicht, dass Facebook eine ja, negative Plattform wird. Nein, das wäre schlimm. Bitte, Facebook soll die durch und durch positive Kuschelplattform bleiben, die wir so lieben. Und ihre Emoticons immer wieder den neuesten politischen Trends anpasst. Hier, kennen Sie den schon? Merkel im Knast. Ja. Oder falls man sich mit Kumpels mal spontan verabreden will, das brennende Asylbewerberheim und ganz süß für verliebte Nazis, das Hitler-Einhorn. Oh, süß. Ja, die haben auch Gefühle. Und sind wir doch mal ehrlich, natürlich hat Facebook null Interesse, ernsthaft was gegen Hetze zu unternehmen. Mehr Hass, gleich mehr Traffic, wie es bei denen heißt.
Das ist deren Geschäftsmodell. Deswegen stellt sich der Chef von Facebook auch doof, wenn er mal in Deutschland redet. Wir mussten erst mehr über die deutsche Kultur lernen, um zu verstehen, dass Migranten hier zu einer von Hass bedrohten Gruppe gehören. Klar, ich meine, da kommst du bei den Deutschen auch wirklich nicht drauf. Vor allem, wenn du Zuckerberg heißt. Naja, offensichtlich, Freunde, offensichtlich ist unsere Bundesregierung erschreckend machtlos gegen Konzerne wie Facebook. Wir schalten mal live zu unserem Hauptstadtkorrespondenten Albrecht Humboldt vor das Bundesjustizministerium. Albrecht, kann man da wirklich so gar nichts machen? Nein, ich bitte Sie, die Bundesregierung gegen Facebook, das ist ja, als ob, weiß ich nicht, Margot Käßmann gegen beide Klitschko-Brüder boxt. Und zwar nüchtern. Entschuldigung. Nein, nein, die deutsche Justiz, die können Sie vergessen. Die legt sich nur mit Gegnern an, gegen die man auch gewinnen kann. Hier, mit dieser skrupellosen Berliner Oma zum Beispiel, die rechte Graffiti übersprüht. Die hat aus einem Merkel muss weg eigenmächtig Merkel Hass weg gemacht. Einfach den Originaltext umgeschrieben, ohne zu fragen. Dafür gab es einen Strafbefehl über 450 Euro wegen Sachbeschädigung, weil... Weil die Angeklagte mit ihrem Schriftzug diesen ursprünglichen Schriftzug so überschrieben hat, dass sie auch auf die noch nicht beschriebene weiße Wand dahinter geschrieben habe. Dadurch habe sie zu einer weiteren Verunstaltung beigetragen. Die hat übergemalt! Ja. Ja. Was denn? Wissen Sie, da kennt der deutsche Rechtsstaat kein Pardon. Wenn einer bei Facebook eine Morddrohung postet oder den Holocaust leugnet, also da kannst du nichts machen. Aber wenn eine Oma übermalt, dann ist Ende Gelände. Klar, einfach über den Rand malen ist das Hinterletzte, da sind wir uns einig. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf Facebook zurückkommen. Da kann der Maas, unser Minister, doch nicht einfach die weiße Fahne hissen. Oh mein Gott, er hat doch alles versucht. Neulich hat er zum Beispiel seinen Staatssekretär Gerd Billen zur deutschen Facebook-Zentrale in Berlin geschickt. Der sollte sich da mal das Team angucken, das angeblich die Hassposts bearbeitet. Hat aber nicht geklappt, die haben ihn nicht reingelassen. Die Facebooker haben einen deutschen Staatssekretär einfach nicht reingelassen? Ja, die haben sich hinter der Tür versteckt und gerufen, wir sind nicht zu Hause. Ja, ist einfach doof gelaufen. Aber in Zukunft will Facebook viel transparenter arbeiten. Ehrlich jetzt. Die deutsche Cheflobbyistin wird gefragt, wie viele Menschen sich bei Facebook um Hasskommentare kümmern. Die Frage ist tatsächlich, wir kriegen diese Frage häufig, aber es ist tatsächlich auch so, dass es... sehr schwierig ist, darauf eine Antwort zu geben, die zufriedenstellend ist. Ist geil, oder? Also das muss ich mir merken. Wenn einer mal was Unangenehmes fragt, hier, sag mal, bummst du etwa meine Frau? Dann sag ich, ich krieg diese Frage häufig, aber es ist schwierig, darauf eine Antwort zu finden, die zufriedenstellend ist. Ne? Ja. Ich sage Ihnen jetzt mal was, wenn unser Justizminister, dieser Schönling, in seinen ärgerlich eng sitzenden Anzügen, wenn der es nicht mal schafft, Facebook zu mehr Transparenz zu zwingen, wofür haben wir den dann überhaupt? Ja, ist eine gute Frage. Und genau deswegen ersetzt Facebook ja Heiko Maas auch bald durch diese App. Ja, die ist viel billiger als ein echter Heiko Maas und macht genau dasselbe. Wieso, was macht die denn? Ja, gar nichts. Aber sieht total gut aus. Okay, aber wenn ich diese App jetzt öffne, was passiert denn dann? Nichts, das ist eine Heiko Maas-App, Mann. Jetzt habe ich's, Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. App, App, hurra! Facebook, ja. Wobei, immerhin hat eine syrische Facebook-Gruppe, wenn es denn stimmt, gerade einen Terroristen gefasst. Blöderweise in Sachsen, wo man leider nicht weiß, dass Selbstmordattentäter manchmal auch selbstmordgefährdet sind. Aber dazu hat diese Woche wirklich schon jedes Schweinchen schlau seine Meinung gesagt, müssen wir nicht auch noch. Wir sagen stattdessen an dieser Stelle Happy Birthday Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland ist vor kurzem, Sie haben es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, 70 geworden. Der Landtag erst letzte Woche. Und da haben wir von der Heute Show uns gefragt, wie geht's dem eigentlich, dem Geburtstagskind Nordrhein-Westfalen? Sagen wir mal so,
Wenn man nur nach den Wirtschaftsdaten geht, müsste man den Laden eigentlich umbenennen in Nordrhein-Katastrophal. Und für sowas kriegen wir Geld, meine Damen und Herren. Man kann den Zustand dieses Landes aber auch sehr schön ablesen, und zwar am Gesicht des Ehrengastes beim Festakt zum 70. Hier, Prinz William hat sich wirklich prächtig amüsiert, meine Damen und Herren. Ja, he was not amused, könnte aber auch am offiziellen Unterhaltungsprogramm gelegen haben, das den Glamour unseres Power-Bundeslandes tatsächlich perfekt auf den Punkt gebracht hat. Später hat er das noch mit drei Tubas gemacht. Ne? Meute ist durchgedreht. Nordrhein-Westfalen hatte im letzten Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,0%. Und für alle, die in NRW zur Schule gehen, das ist nicht viel. Und noch lange nicht alles, denn hier kommen 5 Rekorde, die beweisen, dass Nordrhein-Westfalen das geilste Bundesland der Welt ist. Wow! Rekord Nummer 1, NRW hat die meisten Staus in Deutschland. Nummer 2, die meisten Firmeninsolvenzen. Yes! Und hier kommen die Rekorde 3 bis 5. Das Bundesland häufte mit rund 138 Milliarden Euro den höchsten Schuldenberg an. Das Ruhrgebiet ist die armutspolitische Problemregion Nummer 1 in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit weit über Bundesdurchschnitt. Kurz gesagt, wäre Nordrhein-Westfalen ein Pferd, man würde es erschießen, meine Damen und Herren. Und schuld, das wissen Sie, sind natürlich in NRW immer die anderen. Wir kriegen zu wenig Geld aus dem Länderfinanzausgleich. Der Stahlpreis ist im Keller. Dabei ist der Laden einfach scheiße regiert von Rot-Grün. Nichts geht voran. Ich sage nur, A44 zwischen Ratingen und Velbert. Seit 1970 sind die Pläne fertig. 1975 machte sich die Lokalpresse mit dieser Karikatur darüber lustig, dass die Autobahn nicht fertig wird. 41 Jahre später ist sie es immer noch nicht. Seit 1970 für ZDF-Zuschauer. Das ist so lange her, da waren Sie gerade mal Ende 50. Da denken Sie mal drüber nach. Ne? Das ist wirklich. Ein Beispiel von vielen. Wirklich. Wo du hinguckst in NRW. Trotzdem wurde Hannelore Kraft vor ein paar Wochen als SPD-Vorsitzende mit 98,5% wiedergewählt. Das gibt's nicht mal in Nordkorea. Wirklich. 98,5. Wahrscheinlich als Belohnung für ihren tollen Videoblog, den sich seit Jahren keiner anguckt. Hier gibt es eine tolle Aktion, hier werden nämlich T-Shirts gemalt. Die Landschaftsverbände sind natürlich auch für Ausstellungen zuständig. Hier geht es um die Vietnam-Ausstellung, die Schätze der Archäologie Vietnams. Gute Stimmung, das Wetter war toll, heute war es Gott sei Dank nicht mehr ganz so heiß. Ja. Ein bisschen Wind ist aufgekommen. Jetzt endlich kriegen wir was zu essen. Toll! Seit dem Frühstück haben wir nichts mehr gehabt, außer Mini-Stuhl. Zwischendurch ist nicht gerade gesunde Ernährung und ich hoffe, dass wir jetzt ordentlich was zwischen die Zähne kriegen. Jo. Und in Rheinland-Pfalz gibt es in der Regel auch guten Wein, darauf freue ich mich. Verpassen Sie nicht die nächste Folge. Hannelore Kraft kauft sich einen Hornhauthobel. Ne? Meine Güte! Gott im Himmel! Über Stunden! Hannelore, erzähl doch lieber mal was über deine Bildungspolitik. Kein Bundesland gibt weniger Geld pro Grundschüler aus. Ach, hier, bevor ich das vergesse, jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop, die SimCity NRW-Edition. Na, hast du Bock, mal ein ganzes Bundesland in Grund und Boden zu regieren? Dann hol dir jetzt SimCity Nordrhein-Westfalen. Vorsicht, da will sich Industrie ansiedeln. Erhöhe mit einem Klick die Gewerbesteuer. Puh, das war knapp. Ach du Scheiße, der Verkehr auf der A3 fließt ja regelrecht. Weit und breit kein Stau. Schnell, errichte eine Baustelle, auf der dann jahrelang nichts passiert. Oh nein, eine marode Autobahnbrücke kurz vor dem Zusammenbruch. Jetzt musst du aber wirklich handeln. Drück den Hannelore-Knopf und mach einen Videoblog, in dem du darüber redest, dass man echt mal die Brücken reparieren müsste. SimCity Nordrhein-Westfalen. Mach's einfach kaputt. Ja, cooles Spiel. Wer 70 Jahre nichts macht, gewinnt. Oder
Oder war das jetzt zu hart? Jetzt habe ich fast schon ein schlechtes Gewissen. Ich wohne ja selber in NRW. Man kann natürlich auch mal nach vorne gucken. Hier, was sind denn so die Pläne, ich sag mal, die großen Visionen, die unsere Landesmutter noch auf dem Zettel hat? Und wo ist der Zettel überhaupt? Was hat die Regierung eigentlich noch so vor an großen Projekten? Die Ministerpräsidentin muss nachschauen. Wenn Sie mir Gelegenheit geben, ich habe mir das noch mal angeschaut. Das ist ganz einfach. Wenn Sie mir eine Minute geben, finde das nicht, das tut mir leid. Können wir Ihnen gerne nachliefern, was noch an großen Themen dabei ist. Och, lass mal. So wichtig ist es auch wieder nicht. Macht aber immer einen guten Eindruck, wenn die Chefin so gar nicht auswendig weiß, was noch an großen Plänen ansteht. Komm, ist ja nur Nordrhein-Westfalen und kein richtiges Bundesland. Dietmar Wischmeier wünscht trotzdem alles Gute zum 70. Nur halt auf seine Weise. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Blödeste im ganzen Land? Da schreien alle sofort, die Zonenhongs aus Sachsen. Ach was, die Bayern sind viel blöder. Falsch. Tief im Westen liegt die malerische Industriebrache Nordrhein-Westfalen. 70 Jahre zu Tode geritten von der SPD. Stört aber keinen, denn die Trottel, die da wohnen, kriegen eh nichts mehr mit. Der Rheinländer läuft das halbe Jahr als Pappmaché-Pimmel durch den Karneval. Und bis der Westfale seinen Rechner in der Rübe hochgefahren hat, ist das nächste Erdzeitalter angebrochen. Deswegen sind sie auch zufrieden mit einer Ministerpräsidentin, die genau ein Talent hat. Nämlich die warmherzige Kümmertante zu spielen. Das reicht in NRW völlig. Du musst nur reden wie Techtmeier. Und dich ab und zu beim Scheißefegen im Münsterland filmen lassen. Oder irgendeiner unschuldigen Kuh sinnlos ans Gesäuge packen. Hut ab, Hanni. Das musst du erst mal hinkriegen. Als Industrieland mit perfekter Verkehrsanbindung beim Wachstum hinter Brandenburg und Bremen zurückzufallen, geht eigentlich gar nicht. Und obwohl die Sozen diese Mülldeponie zwischen Rhein und Weser derartig runtergewirtschaftet haben, dass selbst osteuropäische Banden das Land weiträumig umfahren, stehen beim nächsten Wahlkampf doch garantiert wieder alle Gewehr bei Fuß. Letzte Woche noch kämpfen. Ja, ja. Noch ein paar eine Käsetheke überzeugen. Ja, ist gut. Ne? Ja, kann auch eine Wursttheke sein. Wursttheke auch? Jawohl, Ihre Insolvenz habe ich jetzt wieder ins Heim. Ach, egal. Jetzt noch mal 5 Jahre SPD. Da kommt's auch nicht mehr drauf an. Und danach machen wir aus NRW einfach den Erlebnispark Alte DDR. Geht ganz schnell. Da muss man nur das Ortsschild Gelsenkirchen gegen Eisenhüttenstadt austauschen. Und Hannelore Kraft spielt Margot Honecker oder Egon Krenz. In diesem Sinne, Glück auf, ihr Versager! Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Dietmar Wischmeier! So, und für alle Lokalpatrioten zu Hause, die sich jetzt wieder furchtbar aufregen, selbstverständlich hat Nordrhein-Westfalen auch viele schöne Ecken. Ja, es gibt sogar Leute, die machen hier Urlaub. Zum Beispiel direkt an der A2 bei Hamm-Üntrop. Dass 90.000 Autos pro Tag vorbeirauschen, ist für sie völlig nebensächlich. Wenn du auf einer Insel bist und das Meeresrauschen ist da, das ist im Prinzip dasselbe. Rauschen wie am Meer und Leuchttürme der ganz besonderen Art. Scheiß auf die Malediven, wir fahren nach Hamm-Üntrop. Da ist das Wasser wärmer. Und das war die Heute-Show. Jetzt kommt das literarische Quartett. Wir sehen uns nächste Woche wieder.